was dran, geh doch hier nur hin! Hey, Mann, ey. Alter, guck mal, was wir haben. I have a dream. Ich wollte immer einen Flügel haben. Da habe ich mal geguckt, was die kosten. Und so ein Steinway zum Beispiel, kostet 85.000 Euro. So, jetzt haben wir hier einen besorgt für 150 Euro. Der wurde nämlich ausgemustert, den wollten die wegschmeißen, weil den kriegt man nicht mehr wieder hergerichtet. Und wir haben gesagt, ey, I have a second dream. Ich wollte immer, wie in dem Vanessa Carlton Video, mit einem Flügel durch die Stadt fahren. Und da kommt so ein 150 Euro Flügel eigentlich genau, gerade recht. Und der geht ja noch ein bisschen. Walking downtown, walking downtown. Walking downtown and the face is past and I'm holding home down. Downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Homebound. Homebound? Ich weiß nicht, was homebound bedeutet. Ich habe das 10 Jahre nicht geguckt und dann hat Helen auf einmal gesagt, guck mal, das ist richtig schlechter Greenscreen. Und dann ist mir aufgefallen, das war fake. Aber wir im Klimasland lassen wir Kinderträume wahr werden. Wir bauen heute 2 Elektromotoren hier ein und dann können wir das Ding fahren, wie ein Panzer. Einer rechts, einer links, dann kannst du rechts und links gleichzeitig Gas geben, fährst du geradeaus, gibst du nur rechts Gas, fährst nach links. Versteht man, ne? So, das wird heute hier eingebaut, damit es nicht abbricht, stabilisieren wir die Beine, dann kommt der Motor rein, dann können wir fahren. Einfach knackig zusammengefasst, richtig super Intro. Okay, wollen wir einfach mal schweißen, das können wir. Ja, das können wir in der Zeit noch ein bisschen üben. Ich habe noch eine Anfrage an euch. Jetzt werden wir das gleich nochmal unter Beweis stellen. Ich hätte gerne ein großes neues Schild fürs Klimasland. Da steht dann irgendwie sowas wie Vergnügungspark und professionelle Metallverarbeitung. Vielleicht hat jemand von euch Lust, das zu erstellen. Wir kriegen das nicht geschweißt. Ich will es aber riesengroß haben. Das muss so die halbe Hauswand sein, weil hier fahren viele Leute vorbei und fragen sich, was zur Hölle ist das? Ja, dann kommt jemand an. Und dann hören die so, gucken die über den Zaun und dann hört man so. Es juckt ja den Fingern, in einem YouTube-Video vorzuspringen und schon mal reinzugucken, ob die Jungs damit wirklich fahren können. Ich meine, klar, kann ich euch jetzt auch nicht dran hindern, ne? Aber ich kann euch sagen, der Weg dahin wird spannend. Gut, dann beginnen wir. Grundsätzliches Problem ist wahrscheinlich, wenn wir so mit 80 Sachen oder so über die abgesperrte Straße fahren, dann können uns die hier unsere Säulen wegknicken. Und wir dürfen nirgends gegenfahren. Das ist im Auto auch nicht wahr. Da würde Jack White jetzt... Ich habe irgendwie keinen Bock zu schweißen, ich will eigentlich nur hier rumdaddeln. Okay, ich mach das. Okay, nee, dann wird's ja nix. Als allererstes bauen wir einen Rahmen um unser Gerät. Wir wollen, dass die drei Beine weiter als Pika am Boden stehen und nicht auf einer Plattform fahren, weil sonst sieht das ja nicht echt aus. Sonst sieht's aus wie bei Vanessa Carlton. Wow, warum haben wir nicht gleich so angefangen? Das machen wir jetzt hier oben erstmal als Metallrahmung drumherum, damit wir daran alles befestigen können. Das schrauben wir dann hier rein, weil hier haben wir nämlich erstmal ein bisschen Vollholz. Boah, wenn jetzt einer so in die Fresse kriegen würde, ne? Jetzt gehen wir nochmal am Baum und machen das Rest. Ich glaube, jemand guckt über den Zaun und denkt sich, das ist eine Metallverarbeitungsfirma. Da stehen hier 2 Hoshis, Alter. Professionelle Metallverarbeitung. Oh nein! Sieht aus wie ein Flügel. Alter, ja. Aua! Aua, Finn! Was ist? Mein Finger! Nur ein bisschen glatt dengeln und fertig, wa? Sorry. Warum haltet ihr das denn auch nie fest? Meine Aufgabe ist nicht, hier irgendwas festzuhalten. Sondern? Also sind wir doch recht weit gekommen. Alter, die Reifen? Sind die geil, Alter. Hier unten ist unser Ring, bis hier. Ich lasse ihn aber noch überstehen, dann können wir den theoretisch noch oben abfangen. Und unten, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Also in der Theorie. Und hier unten kommt dann nochmal, die Achse ist da, dann kommt nochmal 20 cm drauf, dann sitzt das Ding da. Das sind 90. Ich mach 3x 90. Wollen wir die Stange hier? Was ist? Die nicht verstanden. Fühlt sich komisch an, in so ein Teil reinzubohren. Ja, kennst du den Song? Ja, ich komme mir bekannt vor, aber ich kenne den Namen Was nicht. Ist das? Wenn ihr das wisst, schreibt mal in die Kommentare. Das war irgendwas Westside, Eastside-mäßiges, glaube ich. Ja. War nur doch mein Finger zwischen. War nicht dazwischen. Doch. So, damit wir hier schon mal die Planung machen können, Franziskus aus dem Karrenquartett-Video hat uns diese Dinger geschickt, die ich so geil fand. Man muss nicht schweißen. Der Kettenspanner ist so klug. Habe ich wirklich lang, also habe ich viel, viel rumprobiert. Ich trete bei 3 und du ziehst. Ja, das ist eine dumme Idee. 1, 2.
Die werden irgendwie so gesetzt, dann hier über die volle Breite verschweißt. Also die oberste Priorität normalerweise bei so einem Gerät hier, ne, bei so einem Flügel ist, genauso wie bei einem normalen Klavier, das darfst du eigentlich gar nicht schieben. Das darfst du nicht mal bewegen. Weil wenn sich der Rahmen verzieht, dann klingt das anders. Dann verziehen sich die Seiten, hast du irgendwie, dann mach das so, dann ist die Seite länger und die Seite kürzer und zackidi zackidi ist der Ton krumm. Das heißt, baut das niemals zu irgendwas Fahrendem um, wenn es nicht gerade 150 Euro gekostet hat und eigentlich weggeschmissen werden sollte. Waldo, komm hier raus, komm zu uns, lieber Waldo, Waldo, wo bist du und wo sind die Motoren, lieber Waldo, komm zu uns, wir warten draußen auf die Motoren. So, hier kommen die Motoren. Wie viel kW hat das Ding? 300, so wie gestern, als ich meine Paintball-Knarre vorgestellt habe, meinte ich so, muss aufpassen, sind 3 Bar drauf, sind nur 300 Bar drauf, das wusste ich aber nicht, 3 steht für 300. Alles so, ey, du bist der schlechteste Paintball-Spieler, den ich je gesehen habe. Ich mach jetzt fest. Ich will hier nichts mehr zu tun haben. Hä? Läuft schon wieder richtig scheiße. Das kann gar nirgends mehr hin. Der Vorteil ist, wir schieben die Achse jetzt nicht durch, sondern wir machen einzelne Beinchen fest. Ne? Das fährst du nachher wie ein Panzer. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gesagt habe. Wir bauen heute 2 Elektromotoren hier ein und dann können wir das Ding fahren, wie ein Panzer. Die ist zu kurz. Die ist zu kurz, die geht doch nicht durch, du Flöte. Die ist zu kurz. Ey, Alter, ey, du checkst fast nichts, was sie hier machen, ey. Ich kann, aber sie ist zu kurz, oder? Für was denn, Alter? Das Rad geht doch hier nur hin. Zum 30. Mal. Nein. Ach ja, wir haben ja 2 Motoren. Ja. Ja, können wir mal einen ruhigen Ton sagen, Alter. Du checkst nichts. Ja, man kann sich aber täuschen, ne? Man kann sich immer, du sagst es. Ja. Du sagst es schon. Hier haben wir jetzt unser Kugellager und unser Flacheisen gemacht. Das ist hier perfekt im Winkel. Da kommt das jetzt, da kommt unsere Achse drauf als Gegengewicht, schön nah ran. Müssen wir hinten noch kontern können. So, jetzt kommt das Ding, haben wir zugeschnitten, darauf. Und dann fangen wir das Ganze hier nach oben an. Das Problem ist, hier ist der Motor und deswegen müssen wir hier oben drüber kommen. Finn! Das müsste eigentlich gehen. Finn! Aua, es tut bestimmt mega weh! Hör auf! Oh, jetzt bin ich verwackelt. Finn! Geht das so? Nein. Was soll man mit der Haut? Der kriegt bestimmt irgendwie eine geknallt oder so. Ja. Im Krankenhaus. Es ging anscheinend nicht. Du stehst auf dem Kabel, yo. Schweiß, G und Doppel-T. Also hier unten kommt die Kette rauf. So, und dann kannst du hier den Motor, siehst du, wenn ich den anhebe, dann spanne ich damit die Kette. Das ist automatisch der Kettenspanner. Das war das, was mich schon beim Karrenquartett komplett umgehauen hat. Das ist so einfach und so geil. Ja, einfach langsam. Kannst du auch selber. Ne? Du machst hier großen Schlitz raus. Hier einmal. Also das ist halt wichtig, dass der so macht. Mhm. Weil die Platten sind schon Hammer, ey. Die Platten sind. Ey, vielen Dank nochmal. Das ist richtig, richtig geil. Das erleichtert das so sehr. Kettenspanner und Aufhängung für den Motor. Das sind die schwierigsten Sachen. Der Rahmen, sind wir mal ehrlich, das kann jeder. Ne? Aber das Ding hier kann jetzt auch jeder. Wir haben jetzt alles abgefangen. Das ist jetzt wirklich richtig geil, glaube ich. Hier vorne kannst du die Achse schön raus und rein. Oh, geht nicht mehr. Doch, da. Jetzt brauchen wir nur noch Kettenrad, die Reifen dran und dann sind wir eigentlich fertig. Aber wir machen jetzt Feierabend, ne? Und morgen geht's weiter. Willkommen in Tag 2. Wir sind umgezogen in unsere Arbeitshalle und hier wird jetzt finalisiert. Es ist nicht mehr viel. Wollen wir zuerst die Achse da anbauen? Axtown Girl. Die muss jetzt erstmal befestigt werden, dann die Räder rüber und dann hoch den ganzen Wupper. Und erstmal gucken, ob er durchbiegt. Das würde ich machen. Einfach jetzt nochmal so, oder was? Ja, mal hoch, aufstecken und mal gucken, ob er ein bisschen sich wabbelt oder nicht. Hier, warte, ich muss jetzt. Jo. Aber Formel 1 kriegen wir auf jeden Fall keinen Job. So, der Vorteil ist, guck mal, es ist jetzt ja ein Viereck, Vierkantrohr. Kann ich das jetzt runde Dinge rüberstülpen. Dann schraube ich das an einer Seite so fest und dann drückt der Keil sich hier genau rein, dann kann er sich gleich nicht mehr drehen. Und dann hier schön Drucknipsel, wie heißt das Ding? Nippel. Pustnipsel. Luftnippel. Ventil. Luftwarze. Die Luftwarze immer nach außen, damit man da nachher gut ran kann. Guck mal, hier sind 2 Bohrlöcher. So, und jetzt der Trick, dass eins hier vorne festgemacht wird und eins hier vorne in der Schiene. Und dann kannst du das in der Schiene hochdrehen und festschrauben. Hey, wie soll das denn halten? Wir haben hier Motorsteuerung, da kommt Spannung ran. Hiermit, das ist wie so ein Poti, damit gibst du Gas, entweder so oder wir haben das gleich auch nochmal in Fußpedalform. Wir werden wahrscheinlich das hier benutzen. Davon brauchen wir, haben wir davon 2? Jo. Okay, machen wir einen rechts, einen links, dann können wir nämlich rechts Gas geben und links Gas geben, wie beim Panzer eben. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gesagt habe. Hiermit gibst du Gas, also regulierst die Spannung
in der Motorsteuerung. Das Ding bereitet das aus der Batterie auf und gibt es an den Motor weiter. Also hier kommt Strom rein, das Ding reguliert das, je nachdem, was du hier an Gas gegeben hast, und gibt dann die Spannung an den Motor weiter. Und dann dreht er sich schneller oder langsamer. Ach so, und wir haben für jeden noch einmal einen Schlüssel und Motor aus, also Not aus. Wir haben pro Batterie 12 Volt und die sind in Reihe geschaltet. Deswegen haben wir 2, 4, 6, 6 mal 12, 72. Ja, Achtung, das knallt ein bisschen, wenn man den anschließt. Komisch, oder? Ja, ist die Kette, ist nicht, die muss ganz sauber drauf sein. Da haben wir jetzt ein richtiges Problem. Das ist doch auch scheiße, das Kettenrad muss doch richtig fest sein. Gut, es war eben einfach schlecht vorbereitet. Auf der anderen Seite ist alles fertig. Okay, nächster Test. Wollen wir mal richtig Gas geben? Aber es geht doch. Digga, okay. Das waren gerade, keine Ahnung, 30, 40 Sachen. Da habe ich mir jetzt was nicht so richtig gut überlegt. Wie kriege ich das denn da ran? Das ist nicht der richtige Pin. Mann, der Pin ist... Pin! Der Pin ist verkehrt, Alter! Ich bitte dich! Oh, ey, Mann, ey! Oh, das ist irgendwie so eine gerade? Ist doch, oder? Oh ja, okay. Wir sind irgendwie besser in so kleinen Sachen, weißt du? Pin! Mann, ey! Mann! Hasse ich auch, ne? Wie heißt das Römer-Ding? Forstner, glaube ich, ne? Schreibt es in die Kommentare, falls es jemand mal wieder besser weiß. Wollen eine Frage stellen und dann anscheißen. Oh, ich kann nicht mehr. So, jetzt sollte vielleicht einer halten. Oder schraub mal eben. Ach, oh Mann, ey. Oh, das ist richtig heiß. Es geht nicht, Brian. Oh. Okay, ich halte so lang. Oh, da werde ich ein paar Wochen keinen Fingerabdruck haben. Jetzt können wir illegale Sachen machen. Guck mal, Alter. Da habe ich gerade angefasst. Ich habe dir gesagt, dass es heiß ist. Ist geil, weil wir jetzt so eine richtig krasse Hochstarterposition haben, ne? Mhm. Jetzt steht das ganze Ding so. Gott, das ist viel zu hoch. Wir haben diesen Stuhl ausgewählt. Der muss da jetzt festgemacht werden und der muss fliegen. Weil wir ja fahren wollen und nicht ein zusätzliches Rad. Jetzt haben wir so zwei Stützen hier vorne einfach ein bisschen eingeschnitten. Die kommen hier ran, damit wir das ganze Moped schräg abfangen. Oh, nee, ey. Das ist doch voll krumm. Ja, das ist gut. Aber das ist auch noch krass. Guck mal, wir haben hier eine krasse Schrägstellung. Das müssen wir jetzt ausgleichen. Besser? Jo. Ja, ja, ja. Guck mal, fast so. Geil, das ist vielleicht das Schönste, was sie gemacht haben. Sieht aus wie ein Vulkanausbruch. Das Ding wird gleich unten an unserem Querbalken befestigt. Hier festgeschweißt, wenn es passt. Dann kann man hier seinen Fuß auflegen. Und wenn du Gas geben willst, nach vorne drückst durch. Um vernünftig Klavier spielen zu müssen, müsste es eigentlich so sein. Alter, das Ritzel ist auch fast auf dem Boden, ne? Nein! Wenn du damit auf den Stein kommst, ist Feierabend. Ja, sofort Schluss. Guck mal, das Ding ist komplett verbogen. Welches Ding? Hier, die Platte. Oh, die Achse ist zu dünn. Mann, ja, dieser Franziskus hat das für so eine 25 Kilo schwere Seifenkiste entwickelt. Und wir haben da einen 600 Kilo schweren Flügel draufgestellt. Und sind dann drauf rumgesprungen. Ich glaube, damit können wir nicht fahren. Ach Gott. Nochmal aufbocken, unten den Wagenheber dazwischen wieder auseinanderpressen, Metall rein. Oh Mann, ey, fuck, oder was? Da ist ein Stein, wenn wir einmal über den Hof ist Feierabend. Ey, wir sind fast fertig, Alter. Wir müssen das jetzt noch anschließen und unseren Gashebel da anbauen. Sind wir durch? Manchmal fragt man sich, woran es gelegen hat. Wir machen das jetzt nochmal hier und dann sehen wir uns gleich, wenn das hier fertig ist, okay? Ihr habt ja einen Vorteil vor dem Computer, ne? Oder vor dem Handy. Ihr müsst das ja nicht machen. Ihr müsst das ja nur gucken. Bis gleich. Tag 2. Wir haben das Problem jetzt in den Griff gekriegt. Wir haben jetzt hier einmal alles abgebaut und dann hatten wir keine passende Achse mehr. Also haben wir jetzt eine Runde genommen. Die haben wir runtergeschliffen, weil die auch nicht ganz gepasst hat. Die ist jetzt wieder drauf. Dann haben wir hier vorne das Kettenrad auf rund umgebaut, damit das da drüber geht. Und wir haben hier die ganzen Stützen wieder abgemacht, alles gerade gebogen, weil durch mein Springen
hat sich wohl alles ein bisschen verzogen. Das bedeutet, man muss mit dem Kasten hier ein bisschen langsamer fahren. Jetzt haben wir es gerade gebogen und hier nochmal zwei Zwischenstützen zwischengesetzt, nachdem es gerade war. Jetzt sitzt die Achse wieder sauber da drin. Das Kettenrad mussten wir, weil es jetzt rund ist und deswegen natürlich auf der Vierkant nicht mehr hält, festschweißen. Das ist jetzt draufgeschweißt und dann haben wir den Abstand hier zwischen korrigiert und jetzt sitzt das auch sauber. Guck. Sollte gehen. Die rechte Achse ist auch fertig. Funktionieren hervorragend. Was jetzt noch fehlt, sind die Fußpedale. Die haben wir jetzt einmal in die Mitte angebaut, weil wir gesehen haben, da oben wird es festgeschweißt und in die Schrägstellung gebracht, damit der Fuß nicht abrutscht. Machen wir jetzt hier nochmal schnell ein paar Punkte drauf. Langt schon. Rechts und links. Wo was ist, ist egal. Ist gut? Ja. Hier, kurzen Winkel an Rohr schweißen. Wofür? Erfährst du gleich. Ist nicht gut für die Festigkeit, aber muss auch nicht viel halten. Brian, kannst du mal kurz was festhalten? Genial, ne? Ja, für die Köpfe nicht, oder? Ja, reicht, danke. Ja. Damit wir auch mit offener Klappe fahren können. Fehlt noch der letzte Schritt. Kurz verkabeln und dann sind wir fertig. Gleich einfach, der Motor hört nicht mehr auf und wir fahren einfach Volldampf da vorne in die Wand oder so. Wenn das nirgends anfängt zu dampfen, haben wir alles richtig gemacht. Hat's? Ja, nichts passiert. Seid ihr aufgeregt? Ja, ja, was? Ja, klar. Pass auf! Schnell, schnell! Oh, schnell! Oh, das war zu lahm. Warum bist du nicht gelaufen? Es sah so aus, als ob du stehen bleiben würde. Okay, ich habe das nicht geschenkt. Ich hätte einfach rückwärts fahren können. Jetzt mal nur rechts. Wir fahren Klavier. Yeah! Nicht so schnell. Nein, Kette ab, Kette ab. Oh, 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 bremsen, bremsen. Kette ab. Kette ab. Warum? Okay, die ist noch drauf. Es geht, Alter. Es geht. Okay. Moin! Wir brauchen dringend eine Bremse! Es hat funktioniert. Alter, wie geil ist bitte diese Konstruktion? Also, Vanessa Carlton, kannst du dich gehackt legen. Du hast jetzt 20 Jahre oder so den Musikmarkt dominiert und jetzt sind wir endlich am Drücker hier. Die Tasten kommen mir langsam entgegen, oh Gott. Komm mal hier vorne. Scheiße, da, siehst du? Das war vorher auch nicht so. Willkommen im Klimasland. Ich muss los. Ich habe noch einen Auftritt. Ich habe ehrlich auch immer gedacht, Vanessa hätte das in Ernst echt so gemacht. Aber das war wohl Greenscreen. Bei uns nicht. Ey, wenn ihr mehr von so einem Scheiß sehen wollt, dann könnt ihr hier abonnieren. Und es gibt noch ein paar andere blöde Videos und auch kluge Videos. Und Videos, in denen ihr was lernt. Und Videos mit Elektromotoren.